Was machen die heute hier? Wir verkaufen Rosen im Rahmen des Konfirmationsunterrichts. Und das Geld, das wir einnehmen, wird dann an eine Hilfsorganisation gespendet. Wie waren so die Reaktionen von den Leuten, wenn ihr hier rumsteht? Werden ihr angesprochen oder müsst ihr selber auf die Leute zugehen? Wir werden teilweise angesprochen, aber es gibt auch viele Leute, die einfach durchlaufen und nichts wollen. Wie ist das mit der Freude? Spürt man das? Sagen Sie auch etwas dazu, wenn Sie jetzt die Rosen kriegen? Gewisse haben Freude, andere haben eigentlich keine Blumenwelle. Ja. Aber dann hat man trotzdem ein bisschen Austausch und man kann ein paar Worte wechseln. Ja, eigentlich schon. Peter, was steckt denn genau hinter dieser Aktion? Wir haben gehört, Konfirmanden verkaufen. Aber wieso und warum? Und wo habt ihr jetzt im Konfirmationsunterricht den Link gezogen? Ja, genau. Also der Konfunterricht, mir ist es wichtig, dass es nicht so sehr theoretische Lektionen sind, sondern vor allem praktische Einsätze. Und da dazu gehören eben auch sogenannte diakonische Einsätze, wo man etwas macht für die Mitmenschen. Die Rosenverkaufsaktion, das gibt es schon seit vielen Jahren, jeweils in der sogenannten Passionszeit, in der Zeit auf Ostern an. Und dort werden die Rosen, die aus Kenia kommen, verkauft für Projekte in der südlichen Hemisphäre von HEX, Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz, und BFA, Brot für alle, das ist das katholische Hilfswerk. Was bedeutet für Sie die Osterzeit? Auf was freuen Sie sich am meisten? Auf die Osterhasen. Schocke Osterhasen. So eine Besinnlichkeit hinter der Zeit? Besinnlich bin ich jeden Tag. Eigentlich. Für das brauche ich nicht eine besondere Feiertag. Und dann haben wir noch gerade Glück gehabt. Die Dame hat nämlich gestern Geburtstag gehabt und hat gedacht, einen guten Zweck und die Rosen sind von mir. Oder? Jawohl, genau so ist es. In diesem Fall noch alles Gute und schöne Ostern. Euch auch, danke vielmals. Warum eine Rose, warum nicht ein Osterglöckli? Was steckt symbolisch hinter dieser Rose? Geht es auch um ein Zeichen von Liebe, das ja die Rosen impliziert? Ja, natürlich. Also, es ist schon ein bisschen so, oder? Ich meine, die Rose eben, sie kommt aus Kenia, sie ist mit dem Flugzeug transportiert worden. Und da musste ich auch den Jungen gut erklären, wie das ist mit dem CO2-Ausstoß und geht das überhaupt und so. Da wären natürlich Osterglocken von hier vielleicht angebrachter, aber die Symbolwirkung, und ich glaube, das darf ich sagen, Coop hat die Rose gespendet. Ja, ist halt dann doch, bringt man sie besser an den Mann und an die Frau. Und die Symbolwirkung bei einem Röseli ist halt schon sehr schön. Der Aspekt von der doppelten Freude der beschenkten Person mit der Rose und dass es auch noch für eine gute Sache ist.